Ich stehe hier vor dem Leipziger Hauptbahnhof und wir werden gleich unser Follow Me Around mit Anna beginnen. Sie wird uns zeigen, wie ihre Eindrücke vom Bundesparteitag sind und müsste jede Minute mit ihrem Zug ankommen. Schauen wir mal, ob sie schon da ist. Anna müsste hier irgendwo sein. Mal gucken. Gleis 15 hat sie gesagt. Hier sehe ich dich auch schon. Hi. Hallo. Hi, schön dich zu sehen. Du bist gerade eben erst angekommen. Von wo genau kommst du denn jetzt her? Ich komme jetzt gerade von Usedom. Ja, cool. Komm, ich glaube, du musst ja erstmal zum Hotel einchecken, oder? Auf jeden Fall, bitte, ja. Dann nehme ich dir erstmal den Koffer ab. Auf geht's, glaube in die Richtung, ne? Gleich geht's schon weiter. Jetzt kurz frisch machen und dann zum nächsten Termin. Was steht gleich an? Die Delegiertenvorbesprechung der Jungen Union. 10 Minuten haben wir Zeit auf dem Hotel, aber immerhin besser als nichts. Schaffst du, schaffst du. Du Anna, tut mir echt leid, aber ich glaube, wir müssen jetzt schon wieder los. Wir sind jetzt angekommen in Leipzig, eingecheckt und jetzt bei unserer ersten Location hier. Wir werden dich jetzt die ganze Zeit auf dem Bundesparteitag begleiten. Aber warum gibt es den überhaupt? Der Bundesparteitag ist das höchste Entscheidungsgremium in der CDU. Wie der Deutschlandtag bei der Jungen Union braucht eben auch die CDU ein Gremium, das den Bundesvorstand wählt und eben auch die politischen Leitlinien für das nächste Jahr festlegt. Und dieses Jahr wird ja richtig viel diskutiert, auch inhaltlich, und da freue ich mich richtig drauf. Was die JU sich jetzt erstmal für Anträge überlegt hat und wie da die Abstimmung ist, das schauen wir uns jetzt, glaube ich, an, oder? Die JU-Delegiertenversammlung geht los, also auf geht's, oder? Auf geht's. Delegiertenvorbesprechung der JU ist jetzt vorbei. Wie war es denn für dich und wie ist so die Stimmung hier gewesen? Das ist eigentlich eine der schönsten Veranstaltungen, weil man wirklich zum Start des Parteitages einfach mal mit allen JU-Lern sich zusammensetzt. Man sieht, wer ist so da, wer ist delegiert aus den anderen Landesverbänden. Man trifft sich hier, ja, man sieht Leute wieder aus dem ganzen Bundesgebiet. Total schön. Das Antragsbuch für den Bundesparteitag ist 346 Seiten lang. Warum haben wir uns denn jetzt heute hier getroffen? Die JU hat super viele Anträge gestellt, schau mal hier. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man es einmal durchspricht. Welche Anträge wurden vor allem von der Antragskommission vielleicht abgelehnt oder in geänderter Fassung angenommen, wo wir nochmal gegenreden wollen, dass wir da mit geschlossener Stimme auch sprechen und uns ein bisschen gegen die Mutterpartei durchsetzen können. Wir sind jetzt einmal durch die halbe Stadt gefahren, weil Anna, du bist nicht nur JUlerin, sondern auch Baden-Württembergerin. Und wir sind jetzt hier bei der CDU Baden-Württemberg. Hier findet nämlich die Vorbesprechung von der CDU Baden-Württemberg statt. Du bist ja jetzt Delegierte. Was macht man denn so als Delegierte? Naja, als Delegierte ist man eben für 2 Jahre gewählt für den Bundesparteitag speziell. Wir stimmen über die Anträge ab, über die Bundesvorstandsmitglieder. Es gibt 1001 Delegierten hier beim Bundesparteitag. Damit schon immer viele, ja. Schon viele, aber wir sind ja auch eine Großpartei. Und wie das ganz genau aussieht und was eine Delegierte im Plenum morgen macht, das schauen wir uns morgen an. Jetzt sehe ich, dass der Ratskeller hier voll gepackt ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Ich freue mich, vielen Dank.